Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Wir sind hier beim letzten Mal am Rebjachthafen stehen geblieben und sind auf Plünderungstour und möchten uns hier ein bisschen in der Gegend umschauen. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass wir hier noch ein bisschen Beton finden. Dann könnten wir nämlich drüben in County Crossing noch eine weitere Wasserpumpe bauen. Mal sehen, ob wir hier noch etwas finden können. Hier ist erstmal nichts weiter zu finden. Hier ist ein Mülleimer mit einem Zementsack. Großartig, hervorragend, Hammer. Dann können wir eigentlich zurückgehen. Nee, ich würde sagen, wir schauen uns hier noch ein bisschen um. Ich würde auch gerne noch mal hier bei den Mr. Handys in das Lagerhaus, also die Bootsschuppen, schauen. Ob wir da vielleicht noch ein bisschen was übersehen haben zum einen. Und zum anderen hatten die ja auch Werkbänke. Das ist aber nur eine Waffenwerkbank. Ich glaube aber, die hatten hier auch eine Rüstungswerkbank. Schauen wir mal. Ich glaube, hier ist eine, ganz genau. Und wir gerne mal schauen, ob wir an unserem Vultanzug etwas verändern können. Schauen wir uns das mal ganz kurz an. Da sehen wir jetzt aber hier gerade auch Maya, sehr schön. Dann könnten wir unseren Vultanzug aufbessern. Das wäre natürlich sehr günstig. Jetzt haben wir aber hier keine Materialien drin. Ich würde mal sagen, wir holen uns mal den Dogmeat ran. Und werden mal schauen, was er so im Inventar hat. Hey. Dann nehmen wir ihm mal den ganzen Schrott ab. So, gucken wir mal. Wir haben also auch definitiv noch eine doppelläufige Schrotflinte. Die können wir drüben auf jeden Fall verwerten. Das heißt, das würde ich auf jeden Fall gerne mitmachen, bevor wir hier weitermachen. So, erstmal nehmen wir ihm ein Stück von dem Schrott ab, ohne uns am besten zu überladen. So, ich glaube, das reicht genau. Und dann gehen wir nochmal drüben an die Waffenwerkbank und werden mal die Waffen, die wir jetzt hier im Inventar haben, die wir nicht brauchen, erstmal verwerten. Da kriegen wir auf jeden Fall ein bisschen was raus. So, hier noch die Schrotflinte weg. Die auch noch kurz verwerten. Ein bisschen Stahl und ein bisschen Holz. Sehr schön. Ja, eigentlich könnten wir auch die Machete verwerten. Macht nicht mehr so, ist nicht mehr so toll vom Schaden hier leider. Na gut, so, dann haben wir hier noch eine beschleunigte, abgestimmte Improvisierpistole. Hat denn die für Munition? Die hat leider auch 308er. Das ist aber vom Schaden hier eigentlich ganz gut. Was sagt ihr denn eigentlich zu unserem Jagdgewehr? Da ist aber, da ist die Imbo-Reparaturpistole keine Konkurrenz für. In Ordnung. Würde ich sagen, sollte Dogmeat die mal kriegen. Ist schließlich eine Legendary-Waffe. Jetzt rennt Dogmeat weg. Das finde ich ja nicht gut. So, haben wir uns eigentlich hier schon umgeschaltet? Wenn wir das mal gucken, da haben wir schon reingeschaltet. Das war gerade nicht sicher. Hey. So, jetzt werden wir mal Dogmeat die Pistole auf jeden Fall geben. Dann sind wir die erst einmal los. Und wir können ihm mal den Schrott abnehmen. Ist jetzt erstmal egal. Und erstmal sagen, wir nehmen erstmal alles. Machen wir das hier aber ungerichtet. Mal sehen, ob wir etwas haben, was uns hilft jetzt beim vielleicht Verbessern. Ich habe gesehen, aber auf jeden Fall Leder notwendig. Weiß nicht, sollen wir auf jeden Fall mal auf den Schrott gehen. Das wäre auf jeden Fall gut, wenn wir jetzt das entsprechende finden können. Von dem restlichen Zeug haben wir auf jeden Fall schon genug hier. Stoff, Plastik, alles nicht das, was wir jetzt hier eigentlich brauchen. Wir brauchen auf jeden Fall Leder, habe ich gesehen. Mal sehen, ob wir das irgendwie dabei haben. Das wäre natürlich großartig. Sonst müssten wir vielleicht noch mal schauen, ob wir irgendwo ein paar Rüstungsteile oder ähnliches haben liegen lassen, die wir direkt an der Werkbank verwerten könnten und uns dann ein bisschen was verschaffen könnten. Na gut, sieht erstmal nicht so aus. Wir nehmen einfach mal den Schrott, den wir jetzt im Inventar haben, und werfen den einfach mal in die Werkbank. Dann sollten wir eigentlich erstmal schauen können, ob wir was modifizieren können. Ich würde dann nämlich sehr, sehr gerne auch wieder auf den Vultanzug auf jeden Fall zurückwechseln. Alleine schon, weil er einen gewissen Strahlungsresistenz oder eine Strahlungsresistenz besitzt, genau. So, haben wir es erstmal rein. Mal sehen, ob wir was mit anstellen können oder ob das jetzt hier sinnlos ist. So, schauen wir mal, ob wir jetzt beim Vultanzug etwas machen können. Wir können ihn auf jeden Fall auf isoliert auf jeden Fall aufwerten. Für behandelt fehlt uns auf jeden Fall einmal Blei und einmal Leder. Gut, dann würde ich sagen, markieren wir uns das auf jeden Fall für die Suche, was hier fehlt. So, und werden auf jeden Fall den Vultanzug auf isoliert verbessern. So, haben wir das.
Ja, dann war das auf jeden Fall nicht komplett umsonst, was wir hier gerade gemacht haben. Das finde ich gut. Wir schauen mal, ob wir vielleicht bei den anderen Rüstungsteilen noch etwas machen können. So, beim Pip-Boy können wir nichts machen. Gut. Bei der Chameleon-Lederrüstung linkes Bein haben wir keine Extras, die wir machen können. Schauen wir auf jeden Fall mal kurz durch, ob da irgendwas möglich ist. Nehmen wir uns kurz die Zeit. Wir haben auf jeden Fall hier die gedämpfte, da können wir auch nichts weiter ändern dran. Wir haben ja auch eine Sündrüstung. Da sind schon, schon laminiert unsere Taschen drin, können wir auch nicht abändern. Der lackierte Helm. Da haben wir auch keine Möglichkeit, offensichtlich etwas zu machen. Oh, sieht eigentlich alles schon sehr gut aus. Jetzt können wir beim Harnisch nochmal reingucken. Der hat, glaube ich, gar keine Extras, wenn ich das richtig sehe. Ja, da ist auch nichts möglich im Moment. Da fehlen uns ballistische Fasern und Gummi. Da sollten wir auf jeden Fall mal schauen, ob wir die nicht vielleicht, wenn wir das nächste Level up hinkriegen, eine Rüstungswerkbank auch drüben in County Crossing hinbekommen. Na, mal sehen. Also sollten wir uns auf jeden Fall ums Level up bemühen. Wir schauen mal ganz kurz in den Pip-Boy. So weit sollte das auch gar nicht mehr sein. Ja, also sind wir eigentlich schon relativ weit. Da fehlen uns vielleicht noch 10% vom Level. Also, das sollten wir hinkriegen. Gut. So, dann würde ich sagen, nehmen wir den Schrott natürlich wieder mit. Das wäre unnütz, den hier liegen zu lassen. Und werden den auf jeden Fall wieder Dogmeat geben. So haben wir das auf jeden Fall hier erledigt und haben eine kleine Verbesserung wenigstens mit dem jetzt hier hingekriegt. So, wir sind jetzt überladen. Das ist nicht schlimm, ich kaufe Dogmeat. Das ist in unserer Nähe. Und wir werden auf jeden Fall natürlich den Wutanzug, den wir jetzt gerade verbessert haben, auch wieder anlegen. Der hat zwar keine Schadensresistenz gegen ballistischen Schaden, aber der SB-Kampfanzug hatte da auch bloß einen einzigen Punkt. Also von daher bringt er nicht wirklich viel. So, da ist Dogmeat auch glücklicherweise direkt. So, dann werden wir ihm jetzt auf jeden Fall als erstes natürlich auch den SB-Kampfanzug geben. Den möchte ich auf jeden Fall behalten. Auf jeden Fall ein sehr schönes Teil, so optisch auf jeden Fall. Und dann kriegt er jetzt den ganzen Schrott, den er tragen kann. So, mal sehen, wie viel bei ihm noch hinpasst. Und dann können wir auf jeden Fall weitermachen. So viel musste jetzt aber erstmal sein. Also die Verbesserung war jetzt nicht schlecht. Wir haben auf jeden Fall zwar einen Punkt Schutz bei ballistischem Schaden verloren, aber dafür 5 Punkte auf jeden Fall. Ah, jetzt ist Dogmeat auf jeden Fall erstmal voll. In Ordnung. Gut. Dogmeat, was wollte ich jetzt sagen? Genau. Schauen wir mal kurz in den Pip-Boy. Wir haben auf jeden Fall durch den Voltanzug 5, glaube ich, jetzt Energieschadensresistenz und 5 Radstrahlungsenergieresistenz bekommen. Also gegen radioaktive Strahlung. Also von daher, das lohnt sich auf jeden Fall. Und wir sehen wieder etwas, Voltbewohner-mäßiger aus oder Volt-Dweller-mäßiger aus. So, schauen wir uns mal noch ein bisschen um. Ich glaube, ich hatte hier gerade beim Reinkommen gesehen, dass hier auch noch ein Mülleimer ist. Ich glaube, den haben wir auch noch nicht reingeschaut. Da ist aber nichts drin. So, und da kommen wir dann gleich in die nächste Zone. Oder beziehungsweise, oh, hier strahlt's. Gut, dass wir gerade den Voltanzug angelegt haben. So, jetzt haben wir da was. Aber wir hatten ja da drüben, da würde ich auf jeden Fall gerne hin, schon beim letzten Mal diesen Drumlin Diner gesehen. Da würde ich mich gerne nochmal umschauen. Also würde ich sagen, gehen wir mal nach hier. Oh, okay, wir haben erstmal einen Weichpanzer Meyerlurk. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Fall dafür, dass wir erst einmal die Kampfhunde ausprobieren. Mal sehen, ob wir die hier irgendwo vernünftig erwischen können. Kopf ist jetzt gerade unten. Mal sehen, jetzt hat er sich gerade. Mal sehen, ob wir den hier irgendwie vernünftig einen Schuss verpassen können. Ja, der hat hier gesessen. Auf jeden Fall möchte ich da nicht die Munition dran verschwenden. Das sieht ganz gut aus. Kopf mit 50%. Naja, immerhin. Das hat er gesessen. Und mal sehen, ob wir ihn jetzt erledigen können. Sehr schön. Oh, ist aber weniger schön, dass wir hier auf Meyerlurks treffen. Naja, gut, okay. Gut. Ja, wir haben jetzt ein bisschen Munitionsprobleme im Moment. Und von daher möchte ich eigentlich drauf verzichten, hier irgendwelche munitionsintensiven Kämpfe zu machen. Wir sollten da erstmal wieder ein bisschen was finden. Naja, vielleicht sollten wir doch lieber umdrehen. Oh, Dogmeat hat was gefunden und wir haben auch was gefunden. Wir haben den Gibson Point Pier entdeckt. Wo ist Dogmeat jetzt hin? Ist er jetzt wieder drin gerannt? Bin mir da nicht sicher. Ja, Dogmeat ist direkt vorgerannt. Okay. Gut, wir sind mal vorsichtig. Also ich mag ja die Drumlin Diner. Oh, wir haben hier noch irgendwas, was uns als die Fahnen gezeigt hat. Da hinten ist ein weiterer Meyerlurk. Kann man ja durchs Fenster erspähen. Der ist hier rechts jetzt. Da haben wir denn eine Meyerlurk-Todesklaue sogar. Oha. Ich glaube, wir sollten wirklich langsam umdrehen.
Oh, der hält aber weit aus. Das finde ich nicht gut. So, versuchen wir den mal zu treffen. Kopf, na 56% ist doch immerhin was. Oh, das sah jetzt ja nicht gut aus. Wir laden mal auf jeden Fall nach. So, wo ist er jetzt? Na, jetzt dreht er uns den Rücken zu. Wir sollten mal um den rum. Mal sehen, ob wir den jetzt besser erwischen können. So, trickst mal den mal ein bisschen aus hier. Muss ja nicht sein. So, mal sehen, ob wir den Kopf nochmal erwischen können. Das hat auf jeden Fall gesessen. Oh ja, das könnte besser sein, würde ich sagen. Also für meinen Geschmack ein bisschen zu wenig Schaden, definitiv. Jetzt hält er den Kopf unten, neigt das Gefühl. So, einmal lassen. Und auf jeden Fall sollten wir einen Stimp wegnehmen. So, das war jetzt nicht schön. Oh, eine Todesklau ist definitiv zu unterschätzen. Na nun, was denn jetzt? Was macht der denn da? Oh, jetzt sieht auch noch ein radioaktiver Sturm auf. Das ist nicht gut. Ich glaube, wir sollten mal kurz in den Pip-Boy gehen. Und auf jeden Fall, nee, den Stimpack ja mal nicht nehmen. Wir werden auf jeden Fall mal ein bisschen was für uns tun. Das heißt, wir werden mal in die Hilfsmittel schauen. Denn wir sollten auf jeden Fall, denke ich mal, ein bisschen was gegen unsere Verstrahlung tun. Das heißt, wir sollten mal gucken, ob wir noch Mutantenhundekeulen haben. Oh, da haben wir noch 5. Das ist schon mal gut. So, ich glaube, wir sollten auch etwas, ja, wir sollten vielleicht noch einen Radex nehmen, also Strahlungsschutz. Wenn jetzt hier ein Sturm aufkommt, ist das definitiv nicht verkehrt. Wir sind sehr weit von der nächsten Siedlung jetzt entfernt, im Prinzip. So, schauen wir aber noch was Nettes finden, was wir uns jetzt hier, damit wir uns hier was Jute tun. So, ja, Geiräppchen, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht. Da haben wir auch bloß noch 2 übrig. Das ist nicht schön. Dann können wir noch ein bisschen Schadensresistenz uns verschaffen. Ich würde aber sagen, wir nehmen mal ein Meyerlurk-Eier-Omelette. Das passt gerade sehr gut. Dann sollten wir wieder auf jeden Fall AP haben. Dann können wir nämlich der Meyerlurk-Todesklaue mal dabei kommen. So, jetzt dreht die uns jetzt hier mal wieder den Kopf zu. Das ist gut. Mal sehen, ob wir den Kopf erwischen können. Versuchen wir es einfach. Ja, jetzt, dass er daneben hier kann nicht sein. Ja, das meine ich. Ich will ja ungerne haufenweise Munition an dem verschießen. Also ziehen wir uns mal zurück. Mal sehen, ob wir den hier erledigen können. Ah, gehen wir eh weg hier. So, wir versuchen es nochmal mit dem Watz. Auf den Panzer brauchen wir kaum schießen, aber auf den Torso können wir schießen. Und wir haben die Möglichkeit für einen kritischen Treffer, aber wir müssen erst einmal definitiv die AP wiederkommen lassen. Und wir nehmen nochmal ein Stimpack vorsorglich. Das ist mir ja nicht. So, schauen wir mal. So, wir haben nochmal eine gute Chance auf den Kopf. Das sieht gut aus. Wenn er direkt vor uns steht, ist er jetzt auch erledigt. Gut, das waren 45 XP. Das war ja schlimmer als mit den Todeskrallen sage ich schon. Quatsch, mit den Ratskorpions. So, wo ist denn jetzt Dogmeat? Da ist Dogmeat, sehr schön. So, der Sturm ist aufgezogen, ist ja nicht so schön. Wir werden uns mal ducken und uns hier vorsichtig weiter umsehen. Ich hoffe, dass hier nicht noch mehr Meyerlurks sind. So, Mülleimer nisch. So, jetzt gucken wir mal hier hin. Ich sehe da schon was. Und auf jeden Fall vorsichtig sein. Da vorne ist auf jeden Fall ein Laserstrahlennetz. So, gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Wir haben erstmal Nuka Sherry. Ach, oh, russische Eier, Kartoffelchips. Wir lassen uns mal nicht davon stören. Oder war eine Hakler mal gar nicht gesehen. Ja, wir lassen uns mal nicht davon stören, dass jetzt hier ein Strom aufgezogen ist. So, wir gucken mal das Laserstrahlennetz. Ah, ist ja doch schon entschärft. Sehr schön. Gut, dass das funktioniert hat. So, fancy Latzkuchen. Ah, Dogmeat wollen wir jetzt mal keine Befehle geben. Er ist wieder unter der Maus gerutscht. Das ist aber unschön. Nicht, dass er hier wieder stehen bleibt. Da haben wir den Mechanismus, den wir entschärft haben. Und, ah ja, der hat da die kurze doppelläufige Schrotflinte wohl ausgelöst. Oder hätte sie ausgelöst. Da haben wir ein bisschen Speiseöl, einen Topf, eine Kochplatte. Das lohnt sich doch hier halbwegs. Oh, da ist noch ein Safe, das ist großartig. Den gucken wir uns gleich an. Hier haben wir auf jeden Fall ein Stimpack und Blutpaket, das ist auch ganz hervorragend. Cafeteria-Tablett, Zigarrenkiste, Schachtel Zigaretten, großartig. Sehr schön, da oben liegt noch Vorkriegsgeld, das nehmen wir natürlich auch mit. Und dann gucken wir, nachdem wir den Dinnerteller eingesteckt haben, noch in den Safe. Den können wir auch aufsperren, großartig. Oh, gut, wir müssen vielleicht mal auf den höheren Schlossknacken-Skill gehen, also auf den Meister-Skill. Cool. So, und wir haben ein paar 44er-Patronen gefunden, Fusionszellen, Schrotpatronen, Vorkriegsgeld und eine selbstziehende, agitierte, verbesserte Laserpistole? Ja, okay. Dann nehmen wir die mal mit. Wir haben hier um die Ecke die Waffenwerkbank. Dann würde ich sagen, ja, Zeit, den Rückweg anzutreten. Wir haben ja das, was wir wollten. Wir haben auf jeden Fall Beton.
Und wenn jetzt hier vielleicht noch mehr Meyer-Lurks vor uns auf dem Weg sind, muss ich sagen, möchte ich nicht unbedingt machen. Also werden wir nochmal rübergehen an die Waffenwerkbank und die einfach kurz vernichten. Ja, dann tragen wir wenigstens nicht ganz so viel mit uns rum. Wir können auch gucken, ob es irgendwie an Kronkorken was bringt. Dann könnten wir sie auch mitnehmen. So würde ich jetzt aber hier nochmal reingehen wollen. Und da war die Waffenwerkbank, genau. So, schauen wir mal. Das wird jetzt loswerden. Also hier haben wir noch den Baseballschläger. Der ist auch wirklich keine Verbesserung für uns. Nee, der macht zu wenig. Der ist die Schadensverbesserung mit den 3 Punkten zu wenig, wenn die Geschwindigkeit langsam ist. Also können wir dann verwerten, kriegen wir ein bisschen Holz raus. Dann haben wir hier die kurze doppelläufige Schrotflinte, die kann auf jeden Fall verwertet werden. Und dann hatten wir hier jetzt noch, ja, die selbstziehende, agitierte, verbessert und automatische Laserpistole. Ein grandioser Name. Okay. Die scheint auch nicht wirklich besser zu sein. Nee, wir haben ja da die Institutspistole. Wo ist sie jetzt? Direkt da drüber. Großartig, ja. Also da ist die nicht wirklich eine Verbesserung. Von daher können wir die wohl verwerten. Komm, wir kriegen ein bisschen was Nützliches raus. Gerade aus den Laserwaffen verspricht das eigentlich. Und wir kriegen 4 Plastik raus. Großartig. Das hat sich ja nicht gelohnt. Das muss wirklich besser verkauft. Guten Tag. Gut, okay, wartet das. So, dann würde ich sagen, Zeit, den Heimweg quasi anzutreten. Also sprich, nach County Crossing zurückzugehen. Gut, machen wir das einfach. Jetzt haben wir auch schönes Wetter hier. So, werden wir uns hier wieder an der Satellitenstation vorbei darüber bewegen. Ja, ist ja hier unten auch gleich zu sehen. Müssen wir ja bloß ein großes Stückchen hier quasi, naja, durchs Ödland. Hier durch diese quasi Bucht. Also auf jeden Fall schöne Gegend hier. Mag ich sehr. Und da vorne scheint noch was zu sein. Da ist auf jeden Fall noch ein Wohnwagen. Ja, so, dann würde ich mal sagen, schauen wir da noch vorbei. Vielleicht finden wir da ja noch irgendwas Nettes. Gucken wir mal. Man war ja nie gesehen hier. Was ich auf jeden Fall, als wir rüber sind zur hier zur Satellitenstation. Hier haben wir auf jeden Fall erstmal eine Hackblume. Oh, da bewegt sich was. Okay. Was haben wir hier? Ein Protektron, so wie es aussieht, in blauer Lackierung. Würde jetzt sagen, das ist ein Polizeibot. Gucken wir mal. Okay, wir bestehen wollen wir nicht, ja. Und das ist tatsächlich ein Polizeiprotektron. Okay, ja, könnt ihr mal mit ihm reden. Achtung, die Behinderung eines Strafverfolgungsroboters stellt eine Straftat dar. Ja, dann wollen wir ihn mal nicht behindern. Dann gucken wir einfach mal nur in seinen Wohnwagen, den ihr hier bewacht. Oh, wir haben einen Hut gefunden. Ein abgenutzter Filzhut. Nein, gut, der kann da bleiben. Nehmen aber mal den Schrott mit. Ich glaube, der bewacht den hier. Haben wir noch einen sauberen gestreiften Anzug. Gut, der ist jetzt hier gut eingesteckt. Also, haben wir hier noch irgendwas? Nee, hier liegt nichts. Können wir uns nur ausruhen? Das wollen wir jetzt nicht. Nee, hier ist irgendwie ja nichts. Schade eigentlich. Ich habe jetzt irgendwie gedacht, hier ist ein bisschen matt. Aber noch eine Keramikschale. Na gut. Wenn wir jetzt schon hier sind, kann man das auch mitnehmen. Ich hätte gedacht, hier gibt es ein bisschen mehr. Oh, da rechts ist noch was. Da ist noch eine Werkzeugkiste. Superkleber, Sicherung und Schraubenzieher. Das ist in Ordnung. Das nehmen wir mit. Und dann gehen wir rüber nach County Crossing. Haben wir unseren Ausflug hier beendet. Ja, schade, dass wir noch was anderes gefunden haben. Also ich meine jetzt hier gerade in Richtung etwas, das uns ein paar XPs verschafft. Denn, tja, können wir aber noch keine Werkbänke leider herstellen. Beziehungsweise, ja, machen. Da fehlt uns definitiv noch die 2. Stufe des lokalen Anführers. Na gut, naja, wir werden schon noch genug XPs machen. So, wir werden auf jeden Fall erstmal den Schrott hier einlagern, damit wir den los sind. Jetzt brauchen wir aber erstmal den Dogmeat. Ja, damit wir ihm den Schrott auch abnehmen. Der muss ja nicht voll beladen mit uns hier durchs Ödland ziehen. Oh, wo soll denn jetzt wieder hin? Ja, da ist er. Der springt die Energie rum. Bleib hier. So, wir nehmen dir mal den ganzen Short ab, Dogmeat. So, komm her. So, was haben wir denn hier? Die bleiben da drin, die Waffen auf jeden Fall. Wir können mal kurz bei der Kleidung schauen. Da würde ich ihm gerne vielleicht hier noch den sauberen gestreiften Anzug geben. Achso, Dogmeat kann jetzt im Moment erstmal nichts zahlen. Da müssen wir ihm erstmal den Schrott natürlich abnehmen. Natürlich. Machen wir Dogmeat nicht, dass er hier noch sich beschwert, dass wir das nicht tun. So. Und dann werden wir den ganzen Schrott hier einlagern. Und dann werden wir uns, nachdem wir das gemacht haben, definitiv auf den Weg machen. Ach nee, wir können ja auf jeden Fall hier wahrscheinlich die Wasserpumpe dann bauen. Das müsste ja möglich sein. Wir sollten ja irgendwo jetzt hier das ein bisschen Beton ja eingesammelt haben. So.
So, ihr kriegt jetzt aber den hier sauberen gestreiften Anzug. Wir gucken nochmal kurz bei den Waffen rein, ob wir ihm da noch etwas geben können. Ich glaube, das ist alles angelegt. Das Einzige, was wir machen können, wir könnten eigentlich ja, wir haben noch irgendwo unsere schwere Impro-Pistole. Die ist mittlerweile überhaupt nicht mehr adäquat. Die hat nur noch 19 Schaden. Ich glaube, die sollten wir mal, tja, ablegen. Vielleicht lassen wir die gleich mal hier. Wäre auf jeden Fall sinnvoller. Also mit der machen wir nicht wirklich viel Schaden. Aber wir haben eine Menge Munition dafür. Na gut, dann machen wir lieber wenig Schaden durch viel Schießen als, naja, mit einem gezielten Schuss mehr. Naja, egal, muss es erstmal so gehen. So, aber wir werden erstmal den Schrott hier einlagern. Ich glaube, das sollte erstmal gewesen sein. Ja, dann nehmen wir die Impro-Pistole, lassen wir die Impro-Pistole an uns. Ich glaube, es ist besser. Wir haben da eine Rückfalllösung, falls uns irgendwo die Munition ausgeht. Also ich finde mittlerweile die Munitionsvorräte, die wir so haben, relativ bedenklich. Mal sehen, ob das alles gut funktioniert. Wir haben also noch 130 Schuss für das Jagdgewehr. Wir haben bloß noch für die 10mm 222 Schuss. Und naja, der Rest sieht halt auch nicht ganz so gut aus. Schrotpatronen auch bloß noch 124. Na gut, okay. Ich glaube, wir haben uns so gut entmistet, wie es geht, sozusagen. Und dann werden wir mal in die Werkstatt, wie gesagt, kurz schauen. Und einfach noch eine Wasserpumpe bauen. Die müsste jetzt nämlich funktionieren. So, wo stellen wir die jetzt am besten hin? Da drüben steht schon eine. Na, dann werden wir die vor die Hütte stellen, die wir gebaut haben. Ich glaube, das passt am besten. Oh, geht das hier? Oh, sieht mir so aus. Schade eigentlich. Ne? Auf der anderen Seite von der Hütte, das sieht doch nett aus. Wenn da vor allem noch so ein bisschen, ja, das von dem Gras überwuchert ist. So, wir können müssen schauen, ob wir noch irgendwann an Nahrungsmitteln haben eingesammelt. Ja, am Flaschenkürbis. Na, dann pflanzen wir die hier doch mit an, würde ich sagen. Nutzen wir das kurz. Ich würde sagen, setzen wir die einfach hier zwischen. Oh, sieht das nett aus. Oh, wir haben mal 6 haben wir hier habt. Insgesamt sind es noch 4. Können wir die hier zwischensetzen. Oh, hier liegt ja großen Wert drauf, dass das halbwegs anständig aussieht. So, und noch was anderes. Einmal Mais. Ne? Das passt ja nun ja nicht hier hin. Dann lassen wir den mal. Was haben wir noch? Wir haben noch mal Mutterbeeren. 7-mal so, ja. Okay, dann verlängern wir, glaube ich, mal die Reihen hier. So, wir machen mal hier noch einen. Machen wir hier noch 3 hier hin. Dass wir die ja nicht mitnehmen wieder. So, vielleicht hier noch am anderen Ende was. Oh, das sieht dann bestimmt ganz nett aus. Ja, hier hinten geht doch noch. Das sieht doch super aus. Denke ich mal, wenn wir die jetzt hier unten hinstellen, dann sind die Reihen verlängert. Aber noch eine Mutterbeere, die wir dann mitnehmen. Ja. Das soll erstmal reichen. Haben die auf jeden Fall genug Nahrung. Sehr schön. Gut, dann haben wir jetzt hier 2 Leute, 2 Siedler, die hier ansässig sind. 12 Essen, 6 Wasser, 3 Energie, 20 Schutz, 5 Betten. Wir müssen nochmal gucken, ob wir den hier noch irgendwas in ihrem. Ein bisschen sehr klein. Da kriegt man nichts drin. Nee, die geht nicht. Ich weiß nicht, ob wir die auswählen können, ein bisschen verschieben können. Ich glaube, das mögen die auch nicht. Nee, ich glaube, das lassen wir mal. Nee, ich glaube, das lassen wir. Ich glaube, das kriegt man hier nicht besser arrangiert. Moment, naja, vielleicht in die Ecke rin so ein bisschen und dann da drüben noch eine. Ich glaube, das muss nicht sein. Reicht ja auch erst einmal. Gut, würde ich sagen, gehen wir hier einfach raus und dann können wir unseren Weg fortsetzen. Beziehungsweise, ja, wir schauen am besten mal auf die Karte. Wir haben hier jetzt verschiedene Möglichkeiten. Wir können uns jetzt von hier aus zum einen, da müssen wir uns immer die Quest einschalten für, ich glaube, das war die mechanische Bedrohung, genau, finde die Karawane. Das wäre jetzt hier in der Nähe. Dann haben wir hier die Quest für Abraham Finch. Da sollen wir in das Stahlwerk. Da möchte ich gerne noch nicht hin, da müssen wir irgendwann mal zurückkehren. Da hätte ich gerne definitiv größere Munitionsvorräte für, wenn wir das angehen. Das ist nur ganz viel später und die anderen Quests sind jetzt für den Moment auch erstmal uninteressant. Also nur die mechanische Bedrohung eigentlich. Das wären jetzt eigentlich die 2 Richtungen. Also entweder gehen wir ja in Richtung quasi Cambridge zurück. Das wäre natürlich ungünstig, wenn wir nicht vorher die andere Quest erledigt haben. Also hier oben weiter nach der verschollenen Patrouille der Bruderschaft zu suchen. Also würde ich sagen, sollten wir dahin gehen. Ich glaube, wir machen uns mal von hier aus auf den Weg. Ja. Okay, dann können wir die Quest hier, die mechanische Bedrohung, erstmal wieder ausblenden. Gut, hätten wir das. Steht der Weg erstmal fest. Und wir können uns wieder auf den Weg durchs Ödland machen. So, wo müssen wir jetzt lang? Ich glaube, wir müssen nach Norden, also in die Richtung, genau. Da ist auch der Questmarker, also sollten wir dem vielleicht einfach folgen und wir laufen einfach querfeldein. Denke ich, hier durchs Ödland.
Vielleicht können wir noch irgendwie in der Navigation was entdecken. Da unten links ist, weil ich gesagt nicht, wie weit das weg ist. Da unten ist irgendein Symbol. Okay, jetzt ist das aber in die Richtung. Das ist natürlich wieder die andere Richtung. Das ist natürlich unschön. Na gut. Wie weit ist denn weg, was wir da unten sehen? Das kann nicht so weit sein. Dann könnte vielleicht dieser rote Mast da drüben sein. Ja, das sieht ja danach aus. Das sieht aus wie eine Funkanlage. Gut, gucken wir da mal. Da waren wir ja schon quasi so halb, als wir hergekommen sind und die Radskorpione gemacht haben. Das war ja hier fast, ja, das war ja nur ein paar Meter weiter offensichtlich. Irgendwie übersehen. Ja, offensichtlich ganz dicht. Okay, wir haben hier auf jeden Fall irgendwas. Okay, da weht auf jeden Fall eine Flagge. Ich glaube, wir ducken uns mal lieber. Ich weiß nicht. Ich habe so das Gefühl, hier könnte irgendwas auf uns lauern. Wir können ja auch mal die Jagd hier vielleicht mal rausnehmen. Hier scheint aber nichts zu sein. Ich hätte jetzt hier irgendwie erwartet, dass wenn hier schon so ein Funkturm ist, hier sich irgendwer eingerichtet hat. Aber scheint nicht der Fall zu sein. Weniger erstaunt. Dann werden wir gleich was entdecken. Genau, wir haben den Sendeturm OMC 810 entdeckt. Und hier scheint ein Radio zu spielen. Da muss doch irgendwer wohnen. Mal gucken. Mach das Radio mal aus. Ich staune, hier haben wir Doppelradio laufen hier. Sehr großartig. So, ne, vielleicht finden wir ja noch was Nettes. Dude, wenn hier keiner wohnt. Wir haben ja viele Radios hier. Das nächste. Sehr großartig. Was ist das hier? Das ist hier die Radiostation am wahrsten Sinne des Wortes. Aber hier scheint es irgendwie nichts zu geben, außer ein Schraubenschlüssel. Na gut, hier ist das nächste Radio. So, mal hier die Radios aus. Dann hören wir wenigstens, wenn hier irgendwas sich bewegt, so wie Dogmeat gerade. Nö, also hier scheint irgendwie janisch zu sein. Also total langweilig hier. Können wir jetzt nochmal einen Blick hier in den Kühlschrank werfen? Auch nichts. Und wir haben das nächste Radio, was hier irgendwo spielt. Da drüben steht noch eins. Ist ja großartig. Tja, kann man hier eine Runde tanzen? Ja, leider gibt es keine Emotes dafür in Fallout 4. Jedenfalls nicht anmoddet, soweit ich weiß. Ich weiß nicht, ob es dafür einen Konsolenbefehl vielleicht gibt. Gut, wartet es. Gut, dann haben wir vor uns, glaube ich, noch MedTech. Das erscheint mir jetzt aber für den Moment ein bisschen zu groß, um da reinzugucken. Denn, naja, wir werden uns hier definitiv wieder herbewegen. Also können wir dann irgendwann mal später da reinschauen. Oh, ein Brustkorb und eine Wirbelsäule. Naja, großartig. Gut, ich hätte gedacht, wir finden hier vielleicht noch was Nettes. Nee, findet man sowas. Nun gut, wir machen uns mal auf den Weg. Wir haben ja schließlich ein Ziel. So, hier haben wir noch ein paar Mutterbären, ein paar wilde. Nehmen wir die mit. Haben wir gerade ein paar verpflanzt. So, jetzt müssen wir nach Norden. Oh, da unten ist noch ein Bunker zu erkennen. In der Navigation gerade. Das ist sehr schön. Ah, das ist so herrlich, jetzt hier wieder mal durchs Ödland unterwegs zu sein. Und wieder ein bisschen was Neues zu entdecken. Haben wir uns jetzt hier ja auch ein bisschen aufgehalten in der Gegend. So, jetzt haben wir auf jeden Fall hier eine Ruine vor uns. Mal gucken, ob wir hier irgendwas Nettes finden können. Oh, hier haben wir Keller auf jeden Fall. Großartig, würde ich sagen. Ja, gucken wir in den Keller rein. Okay, wir haben einen kleinen alten Bunker gefunden. Das ist ja so relativ gut ausgebaut. Hätte ich jetzt gar nicht so erwartet. Muss ja nett. So, was haben wir da? Ein Baseball, so wie es aussieht. Den können wir da lassen. Wir haben TV-Dinner-Tablette, ein paar Zigaretten. Ja. Wir werden mal auf jeden Fall den Pip-Boy einschalten, haben wir ein bisschen mehr Licht, ein antiker Globus, verbrannte Bücher. Oh, da ist ein Safe. Gut, den können wir aufmachen. Dann machen wir das doch auch. Mal gucken. Ne, der Punkt ist links eindeutig. Na, wo ist er? Ganz links ist er. Da ist er auch schon offen. Großartig. Oh, sehr schön. Wir haben 44er Patronen gefunden, 45er Patronen. Schicke Haarbürste, Schrotpatronen und Vorkriegsgeld. Na gut. Ist jetzt allerdings nicht so wirklich was für uns hier gewesen. Na gut. Oh, falsche Munitionstypen. Da unten haben wir noch einen Ölkanister, den wir mitnehmen können. Und in der Kommode ist nichts. Wir können noch die Vase mitnehmen. Ich denke, die lassen wir mal da. Und hier haben wir den Zugang zum alten Haus, nehme ich mal an. Die gelbe Tischlampe erscheint mir etwas zu groß. Ich glaube, die lassen wir auch mal da. Gut, können wir wieder rausziehen. So. Dann schauen wir uns mal hier in der Ruine noch um, ob es hier vielleicht noch irgendwas gibt. War alter Kühlschrank, da scheint nichts zu sein. Olle Toilette, nö, hier liegt scheinbar nichts. Gucken wir mal hier hinten, ob hier irgendwas ist. Hier kommt man so schlecht raus. Okay, ne, nichts weiter. In Ordnung, haben wir das hier gesehen. So, jetzt haben wir hier unten einen Bunker entdeckt. Wo ist der denn? Da können wir uns ja mal hin auf den Weg machen. Der muss irgendwie in die Richtung liegen. Da irgendwo da drüben, wo der Radhirsch rumspringt. Naja, springt tut der nicht so weitere Mutterbären. So, da muss der irgendwo hier eigentlich hinter dem Hügel liegen. Schauen wir mal.
scheint ein bisschen versteckt zu sein, der ganze. Also oben auf dem Hügel steht er diesmal nicht. So. Nichts zu sehen hier. Oh, was haben wir hier links? Oh, einen wunderschönen See. Naja, was ähnlich jedenfalls. Also für Ödlandverhältnisse ist der bestimmt schön. So. Oh, muss noch ein Stückchen sein. Er ist noch grau. Aber es wird weiß sein. Oh, wir kommen also näher. Das ist gut. So. Vielleicht, oh, wenn das vielleicht ein alter Bunker ist und eine alte Militäranlage, verspreche ich mir, dass wir da vielleicht ein bisschen Munition finden. Wäre natürlich großartig. So, wir haben, oh, wir haben was Größeres gefunden hier, so wie für eine große Helikopterlandeplattform oder wahrscheinlich eher Vertibird-Landeplattform. Okay, naja, Vertibirds sind ja auch bloß Helikopter. Und da unten haben wir auf jeden Fall den Bunker. Was sehe ich denn da oben? Das sind doch Geschütze. Das ist nicht gut. Das sind garantiert Geschütze. Und wir können ja mal vorsichtig uns anschleichen. Gut. Mal vorsichtig. Nicht, dass die uns hier beschießen, das muss ja nicht sein. Aber doch, da ist noch ein Protektron, eindeutig. Die Stimme ist eindeutig. Ich glaube, wir sollten mal die Geschütze, ja, wie gesagt, da sind die Geschütze, dann sollten wir die mal ausschalten. Okay. Und wir haben das Level Up. Großartig, hervor. So, und da drüben ist ein zweites Geschütz. Okay, geht aber hier, kein Problem. So. Mal gucken, und da unten ist ein Protektron. Ah, der hält ein bisschen viel aus. Mal gucken, ich glaube, das machen wir mit der Granate. Auch wenn Dogmeat da jetzt steht. Ah, die haben wir auch nicht erwischt. Und wir haben den Lauschposten Bravo entdeckt. So. Ah, auf Sprengstoffe reagieren die Roboter nicht so gut. Beziehungsweise sehr gut in dem Fall. So, gucken wir uns hier mal um. Ich glaube, wir haben jetzt Ruhe gehabt. Genau. Und Dogmeat hat was gefunden. Das ist großartig. Ich hoffe, er hat ein bisschen Munition gefunden. So, kann man hier was mitnehmen? Ja, hier war irgendwas. Okay, hier haben wir 10mm Patronen, Netzrelaisspule und Terminal-Grafikkarte. Großartig. Das war jetzt der eine. Mal gucken, ob hier der zweite liegt. Genau. Sehr schön, das gleiche drin. Und hier haben wir noch einen Protektron mit Vakuumröhre und Stahlschrott. Sehr schön. So, haben wir jetzt das hier. Wir gucken mal hier rein. So. Okay, hier haben wir aber erstmal Ruhe. Hier scheint auch keine Falle zu sein. Großartig. Aufbereitetes Wasser gefunden. Ein Ordner, vergoldetes Sturmfeuerzeug. Ein Sicherheitstor, das wir aufsperren können. Dann machen wir das mal. So. Großartig, ist offen. Und, ja, wollen wir mal gucken gehen. Im Werkzeugkoffer hier haben wir 308er Patronen, 10mm Patronen, ein kurzes Impro-Repartiergewehr und eine 10mm Patronen. Oh, den wollte ich jetzt ja nicht mitnehmen. Gut, schauen wir nochmal ganz kurz. Kann das Impro-Repartiergewehr etwas? Nicht wirklich. Nee, ist schlechter als unser Jagdgewehr. Können wir da lassen. Und die 10mm Pistole packen wir auch mal wieder zurück. Oh, muss ja nicht sein. So, hier liegt noch was. Plasmakartusche, 45er Patronen. Ja, und dann wartet leider. Gut, okay, aber immerhin, wir haben Munition gefunden, das ist gut. Vor allem passende Munition. So, wir haben noch einen Aufzug, okay, und ein Terminal. Oh, das Terminal können wir nicht entsperren, da brauchen wir Meister für, das können wir noch nicht. Das schaffe ich nicht zu hacken. Nee, das geht nicht. Hier haben wir noch einen Seesack mit 45er Patronen, eine Impulsgranate, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Und den Aufzug werden wir dann wahrscheinlich nie aufkriegen. Ne, der Aufzug ist außer Betrieb. Da brauchen wir wahrscheinlich der Terminal für. Gut, dann wartet wohl hier. So, was haben wir jetzt hier eigentlich entdeckt? Wollen wir nochmal gucken. Den Lauschposten Bravo. Gut, haben wir das. Sehr schön. Gut, dann soll es das aber auch für heute wieder gewesen sein. Haben wir das hier noch gemacht? Dann können wir beim nächsten Mal unseren Weg fortsetzen zu der Quest von Paladin Dance. Ich hoffe, wir kommen da dann auch beim nächsten Mal schon an. Ist ja noch ein Stück nach Norden. Aber, naja, mal schauen. Mal sehen, was wir unterwegs dann noch so finden. Aber wie gesagt, für heute soll es das erstmal gewesen sein. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es hier mit Fallout 4 weitergeht. Bis dahin, macht's fein, ciao, ciao und bis bald.